sehr, dass wir an einem so tollen Tag hier zusammenkommen können, um die Schlüsselübergabe zu feiern. Nachhaltiges Bauen, klimaneutral, mit guten Baustoffen, gesunder Innenraumluft ist etwas, was insgesamt auch funktioniert. Das soll es vor allem zeigen, und dass es nebenbei auch schön ist, freut mich natürlich ganz besonders. Wir können Energie weder erzeugen noch vernichten, wir können sie immer nur umformen. Es hat viel Arbeit gemacht, es ist viel Forschungsarbeit hierbei, und dieses Gebäude wird natürlich Pate stehen für das, was wir in Zukunft vorhaben. Ich kann eigentlich zeitlose, gute Architektur machen und gleichzeitig mich den Problemen unserer Zeit stellen. Das finde ich das Befriedigendste an diesem Gebäude. Natürlich bin ich stolz. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese gute Zusammenarbeit ist schon beeindruckend. Die Ausführung ist hervorragend und ich glaube, es hat einfach so eine strahlende Wirkung nach außen. Es waren jetzt doch 4 Jahre, die wir hier intensiv zusammengearbeitet haben, und von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt endlich mal so einen Meilenstein erreicht haben, wo wir sagen können, jetzt steht dieses Gebäude da, es kann in Nutzung gehen, und jetzt kommt eigentlich nur noch das Kürprogramm. Die Pflicht haben wir erledigt und wir können jetzt sagen, jetzt beginnt die Kür.